The tenth plague, death of the firstborn. Und damit willkommen zur letzten Plage. Okay. So, was haben wir denn da Schönes? Blut! Okay. Blenden die nicht an? Doch. Okay, ist dann da. Du Frosch. So, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das war die erste Seuche, Blut. Ja. Denn die Froschplage. Oh, eine Feder, eine Eule. Okay. Fliegen. Gehen wir erstmal hier lang. Finsternis, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ja doch, Finsternis. Oh, er ist so ultra gesprächig, dieser Typ, ey. Er ist, also, ihn mag ich ja wirklich, wa? I hope I'm not the one that dies tonight. Ja. Also heute Nacht soll es abgehen. Ein Apfel. Bürste? Das ist aber eine schöne Bürste. Jetzt haben wir hier ein Seil. Und... okay. Warte mal hier, wie bei Italia. Aufmachen. Vater! Tonight, Lake will show her true self to us. Be ready. Ich bin schon seit 9 Plagen bereit für den Scheiß hier. Okay, das, wir schauen uns mal erstmal nochmal um. So, gucken wir weiter. Die Eule hat uns ja schon die Feder gegeben. Ein Huhn! Na, Huhn, willst du einen Apfel? So. Okay. Ah! Was? Nein! Ach, wie cool. Wie cool ist das? Bloop? Was war denn das? Wir haben noch vorhin diese Maske gesehen. Und ich glaube, wir müssen unsere Schwester mal so ein bisschen dementsprechend anmalen. So. Road. Ah, komm. Nicht meine schönste Arbeit. Yeah! Okay. Cool. Und du hast eine Kerze für uns. Vielen Dank. Was Everyone's true color will show eventually. Ja, das denke ich mal auch, junge Dame. Ah, ja.
sterbende Vieh. Okay. Dann Uniziefer. Umi. We celebrate the day of the lake tonight. Be ready. Ja. Ja. Ich, wie gesagt, bin bereit. So, können wir hier? Ja, können wir anmachen. Mega. Tja, wollen wir einen Apfel braten oder was? Nee. Ich glaube, da braucht man noch was. So, was haben wir hier? Owl. Eule. Okay. Ja, Eule. Eine Eule. Was ist das? Okay, alles klar. Ich verstehe. Das sind wahrscheinlich die Fackeln. Naja, das sind die Fackeln, aber ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich gehe mal schnell dorthin und schau mal, was da für Fackeln stehen. Halt. Und hier haben wir Eis. Oh. Okay. Okay, alles klar. Gut, das müssen wir noch rauskriegen, glaube ich. So, okay. Also, dann schauen wir doch mal. Die Hand war hier. Und daneben war da, da. Da. Und nun? Nein, echt jetzt? Nein. Nein. Okay, alles klar. Wir müssen die Punkte ausmessen. Also, ne, halt. Ach du Scheiße, okay. Und jetzt macht nämlich das hier nämlich Sinn. Okay, von Blut zu Frosch, von Unienziefer zu, ich glaube Heuschrecke war das, ne? Und dann von Finsternis zu Frost. Das erste ist eine 4. Und das zweite war von hier nach hier. Würde ich jetzt mal sagen. Also eine 4, eine 5. Und dann von Finsternis zu Eis, Eis, Baby. Ja. Eine glatte 10. Eine glatte 10. So, und ich bin auch der Meinung schon zu wissen, wo wir die benutzen. There. Und zwar, das O war eine 4. Das W war eine 5. Ne? Und das L eine 10. Yes! Ach, da scheint mir. Jetzt klettern wir hier hin. Ah, okay. What? Brauchen wir noch ein Wort hier, oder? Hm. Okay. Gut. Ja, Da weiß ich jetzt erstmal nicht, welches Wort wir benutzen müssen. Vielleicht müssen wir das irgendwie rauskriegen. Ich würde mal zu Niklas, unserem Vater, gehen. Na, Huhn? Willst du einen Apfel? Und wir wollen mal versuchen, da das Rätsel bei ihm zu lösen. Da macht er beide. Zwar einmal der und einmal der. Also immer die 2 und dann halt die 3. Oder. Hör doch nicht auf zu wackeln. Muss ich jetzt auf der Seite hauen oder was?
Ah, jetzt wackeln zwei. Okay, jetzt haben wir auf der Seite. Jetzt wackeln drei. Ach nee, echt jetzt? Ja, alles klar, jetzt sind es fünf. Und ihr wisst bestimmt schon, was das System hier hinter ist. Und zwar, ihr müsst immer die Seite, wir müssen immer die Seite schlagen, wo mehr wippen. Ne? In dem Falle die. Hier haben wir drei, jetzt haben wir hier fünf, wieder diese Seite. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt 5 zu 4, jetzt dieser Arm. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt bis 10 kommen müssen. Oder wir einfach das machen, bis wir den Knochensplitter haben. Das kann auch sein. Naja, gut. Okay. Ja, also das war jetzt scheinbar das System dahinter irgendwie. Auch jetzt ehrlich gesagt wirklich nur den puren Zufall gerade drauf gekommen. So, was ist das hier? Wollen wir einen Pfeil machen oder was? Ja, scheiße, leg mich am Arsch. Wir sollen wirklich einen Pfeil machen. Okay, wir haben Pfeil. Und, ja, ist jetzt glaube ich nicht schwer zu erraten, wer den Pfeil bekommen soll. Du. Und, nu? Oh. Ach du Schande, jetzt muss ich hier die Winkel bestimmen, oder was? Wie hoch kann er denn? Mal so. Wohin soll er denn schießen? Nein, der Apfel. Scheiße, Fantail. Und? Oh Gott. Und? Geil, alles klar. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, tut mir leid, aber... Und er sagt noch, er hofft, dass er nicht heute stirbt. Tja, Bruder Herz. Verdient hast du's, du Spaten. Hier, Onkel, nimm den Pfeil. So, wir haben dreimal nach oben gemacht. Nummer drei. So, Legolas, leg mal los. Und jetzt Korbschuss. Scheiße. Ja! Yeah! Ein Wurm. Ein Wurm. So, wir können den Pfeil wieder nehmen. Ich bin ja wirklich mal versucht, mal in einem anderen Winkel zu schießen. Aber dann müssten wir das anders raten hier. Das Video. Okay, ich gehe mal zum Huhn. Will ja keinen Apfel. Nimmst du hier mal schön einen Wurm. Und? Findest du gut? Jawohl, ein Ei. Ein Ei, wir haben ein Ei. Und damit, hey, lass uns doch mal zu Oma gehen. Oma hat bestimmt eine schöne warme Pfanne jetzt. Und da hauen wir jetzt das Ei rein. Schön. Mal ein Spiegelei machen. Und nun? Noch ein bisschen pinseln? Oh nein! Oh nein! Oh nein, Mann! Komm da raus! Was ist denn? Oh Gott, wieso? Oh, wieso? So, jetzt haben wir ein Küken. Nicht doch. Also, ich kauf's ja nun nicht. Ach, fuck. Ach, tschüss, Küken. Tut mir leid. Na, und? Kotzen wir jetzt hier aus? Und schön Haarballen, Haar- und Knochenballen. Tatsächlich machen das ja Eulen so, ne? Die würgen ja dann quasi die Knochen und das Fell wieder hoch. Wunderbar. Was sind das Buchstaben? F, E, I? Fleisch! So, oder was? 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 Oh nein, nicht doch bitte. So, und schon haben wir hier den Stabilo-Baukasten. Ja, dann lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und hier steht Old. Olds. Ja. Und damit haben wir unsere Kombination für den Brunnen. Hallo?
Ah, okay. Okay. Oh, alles klar. Wir haben die Hasenmaske. Aha, okay, alles klar. Wir müssen jetzt scheinbar für alle Leute die Masken holen hier. Na, super. Ist ja cool. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich habe schon mal erwähnt, man kommt sich ein bisschen wie beim IQ-Test hier vor. Okay. Fasanenmaske. So. Der Hirsch. Ist das fies? Was ist er mein? Zwei. Nee. Ne? Immer auf welcher Seite er war, quasi. Aber du musst das spiegelverkehrt anfangen. Was für ein fieser Shit. ihr Schweine. Aber wir haben die Hirschmaske. Cool. So, was haben wir jetzt hier? Safe? Zurück oder was? Ah. Okay, nur 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal zurück. 1. Na? Jetzt muss man hier pokern, ja. Jawohl. Und, na, vielleicht. Ja! Und so, oh ja, jetzt ist es der letzte nicht. Oh, doch. Okay. So, ja, hier hat man sich jetzt nur so durchgewurschtelt. Das war jetzt mal nix hier. So, Eva. Ist da nicht. Und wir haben die Wildschweinmaske. Cool. Und hallo. Hier ist Wilson, the lost memory, the lost element of the Elish Group. Ja. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, massive Anspielung jetzt hier gerade auf Twin Peaks. So, okay. Pussieren wir uns mal schnell durch hier. Die Zeichnung haben wir schon bei Oma in der Küche gesehen. Ah, Mist.
Und der Kubus, wir haben ihn. Nein, das ist unsere Mutter gewesen. Flower, hair, heart, chalk, close fire. My memories are the key. Not only to the past, but also to the future. Okay. Schwarzer Würfel. Dreh dich um und steig in die Tiefen des Sees hinab. Okay. Okay. Sollen in die Tiefen des Sees hinabsteigen. Oh oh. Wie? Wie? Das ist nicht so gut gerade. Überhaupt hier irgendwas machen? Okay, alles klar. Gut am Wurmern hier. Wir müssen einmal Richtung Licht, scheint's. Okay, ich glaube, er hatte die Kaninchenmaske. Ja. Sie hatte die Fasanmaske. Okay, hier kommen wir nicht mehr durch. Oma hatte die Taubenmaske. Du hattest Schweinchen. So, und ich glaube, wir kommen jetzt gerade Richtung Finale. You are ready to meet your destiny. Alter, ich weiß nicht, ob das so gut ist, irgendwie, wenn du hier mit Schicksal kommst irgendwie und ihr hier so ein Opferkult seid. Geh doch da nicht hin, Mann. Und das... Also ich weiß ja nicht irgendwie, ob ihr den Film mit Nicolas Cage kennt, Wicker Man. Heftige Flashbacks hier gerade. Heftige Flashbacks, Freunde. Aber jetzt, wir müssen... Und plötzlich böse Musik vorbei. Bing! Ja, am Arsch, Alter. Schön, wir stehen in einem Käfig. Fuck. Ja, das war's. Okay, Glückwunsch, du hast Rusty Lake Paradise durchgespielt, du hast alle Geheimnisse gefunden. Geht weiter, darum folg uns. Ja, ba, 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 ba. Ja, okay, alles klar, wir...
Wir konnten unserem Schicksal nicht entgehen, was uns schon als Junge zuteil geworden wäre. Unsere Mutter hat uns damals gerettet und wir sind zurückgekommen. Und damit ist das Opfer unserer Mutter total für den Arsch. Und wir sind trotzdem drauf hier. Aber, das war so ein fader Beigeschmack. Aber gut, also das Spiel war wirklich fordernd, fand ich. Also die Rätsel waren echt, echt knackig irgendwie. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet irgendwie. Fandet ihr die Rätsel zu einfach? Fandet ihr sie zu schwer? Oder lasst mich eure Meinung wissen, ihr Lieben. Ansonsten, es gibt von diesen Rusty Lake Sachen noch ein paar andere Sachen. Und, also ich hab Bock, mich nochmal durchzuknobeln. Und wenn ihr auch Lust drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Stöbert noch ein bisschen mit uns auf dem Kanal rum. Ansonsten, ciao ihr Lieben. Tschüss.